Willkommen zur dritten Woche für den Bereich Unterarm, Ellenbogen, Handgelenk und Handschmerzen. In dieser Woche wird es ganzheitlicher, systemübergreifender, man kann sagen osteopathischer, osteopathisches Denken. Warum habe ich eigentlich einen Tennisellenbogen, einen Golferellenbogen, generell hier in diesem Gebiet Schmerzen? Kommt das auch irgendwo anders her oder gibt es Punkte, die ich behandeln kann, damit mein Ellenbogenproblem besser wird? Ich sage, natürlich gibt es das und das machen wir in dieser dritten Woche. Aber bevor wir dieses osteopathische Thema angehen, wird natürlich erstmal in dieser Woche auch ordentlich getriggert, den kompletten Beugerbereich, den kompletten Streckerbereich. Ihr kennt das jetzt, nehmt euch Zeit, die kompletten Beuger zu behandeln und das zeigt die Karte uns jetzt nochmal. Nach einer Minute Gewöhnungsphase wird dann mobilisiert, während du dich triggerst und pro Punkt, ihr wisst es, am besten 3 bis 5 Minuten. Das gleiche für die Strecker. Wir nehmen einfach mal diesen Punkt. Die Strecker- und Beugerseite ist groß, also tobt euch aus und ihr habt bestimmt auch schon euren Schmerzbereich und eure Schmerzknotenpunkte schon längst entdeckt und da müsst ihr dranbleiben. Das geht nicht nach 2, 3, 4 Tagen weg, da muss man mal ein bisschen länger dranbleiben, aber ihr werdet merken, das wird besser. Und nach der Gewöhnungsphase, auch hier bei den Streckern, dann natürlich triggern, mobilisieren, während ich triggere und das immer im Wechsel in einem Zeitfenster von 3 bis 5 Minuten. Nehmt ruhig das Retinakulum auch noch mit, was wir in der zweiten Woche gemacht haben. Das kann nicht schaden. Nehmt es mit, triggert es und bewegt die Finger, beugt und streckt sie. Das ist ganz, ganz wichtig. Das kann man nicht oft genug machen. Das Weitere ist, jetzt gehen wir mal in die Handinnenfläche. Genau in den Mittelpunkt deiner Hand. Nicht links, rechts, genau in den Mittelpunkt deiner Handinnenfläche. Dafür ist der T-Mix Original Plus super. Und dann können wir hier Druck drauf geben und die Finger, nach einer Minute die Finger beugen und strecken. Das ist doch eine schöne Übung. Richtig schön beugen und strecken. Und hier können wir wunderbar überschüssige Spannungen lösen bzw. entgegenwirken. Das macht ihr jetzt mal in Ruhe und entspannt. Unterarm, Beuger, Strecker, Retinakulum und Mittelpunkt der Handinnenfläche. Lasst euch Zeit, macht das erstmal und dann werden wir ein bisschen ganzheitlicher. Wir nehmen uns den T-Mix Original Plus und gehen jetzt mal gemeinsam zur Wand. Und dieser Punkt, der hat es absolut in sich und wir müssen die Muskulatur des seitlichen Schulterblattes triggern. Und hier gibt es gewisse Triggerpunkte, die direkt mit dem Ellenbogen korrelieren. Und dieser seitliche Schulterblattbereich, der ist auch groß. Wir können hier uns richtig austoben. Und es ist ganz einfach, geht an die Wand und dann geht's los. Erstmal 60 Tage, um Gottes Willen, 60 Sekunden, erstmal eine Minute Gewöhnungsphase, 60 Tage wäre viel, 60 Sekunden Gewöhnungsphase und wenn dann die Minute vorbei ist, dann könnt ihr mit der Mobilisation, ein bisschen verrutscht, die Mobilisation während des Triggerns beginnen und das ist ganz, ganz wichtig, auch hier diese Verspannungen vom Schulterblatt. Das Schulterblatt ist bei vielen, vielen nicht ideal ausgerichtet. Und das Schulterblatt, das muss auf dem Brustkorb hinten liegen. Und bei vielen ist es leider Gottes statisch ein wenig, ja, in Richtung Engelsflügelchen, Scapula alata. Das hebelt sich quasi so ein bisschen aus. Das ist ein Zeichen, dass hier viele Spannungen sind. Und wir müssen dann das seitliche Schulterblatt mitunter triggern und dann muss auch später, wenn ihr den Schmerz dann nicht mehr so habt, muss auch die Muskulatur hier gekräftigt werden. Machen wir noch ein bisschen seitliches Schulterblatt und auch mal ein bisschen hier weiter oben und das sind Top-Punkte und dort liegen Triggerpunkte, dort liegen
Punkte, die mit dem Ellenbogen korrelieren. Nach 60 Sekunden dann mit der Mobilisation, während du dich triggerst, anfangen. Und das sind doch ganz, ganz tolle Verbindungen und myofasziale Linien, die letztendlich auch Einfluss auf deinen Arm bzw. auf deinen Ellenbogen nehmen. Ein weiterer Punkt ist ganz wichtig, das ist quasi so hier dieser Bereich. Dieser Bereich ist auch ein Teil von Schulterblattmuskeln, die direkt auf dem Schulterblatt liegen und hier rüberziehen. Und in diesem Bereich, da können wir jetzt auch wunderbar triggern. Dann können wir uns auch gegen die Wand lehnen, den Plus, den T-Mix Original Plus fixieren und genau das Gleiche. Und diese Region, diese obere, äußere Schulterblattregion, die muss behandelt werden, die muss entspannter gestaltet werden. Und das nimmt dann positiv Einfluss auf Ellenbogenproblematiken. Habt ihr das gewusst? Ich glaube weniger. Das sind ganz spannende Punkte, die müssen wir jetzt in dieser dritten Woche behandeln. Wenn ihr das gemacht habt, pro Punkt 3 bis 5 Minuten, dann machen wir noch eine schöne Atemübung fürs Zwerchfell. Ihr greift jetzt mal richtig in euren Rippenbogen rein. Vorsicht bitte nicht in den Knochen, in den Knorpel hier, sondern richtig da, wo das weiche Gewebe Richtung Bauch ist. So richtig mit so einem Schöpfgriff rein, wie so ein Bagger. Und dann atmet ihr ein. Und bei der Ausatmung zieht ihr die Rippenbögen quasi den kompletten Brustkorb auseinander. Einatmen. Und ausatmen. Dann bei der Ausatmung kommt ihr richtig schön rein. Und bei der Ausatmung zieht ihr den Brustkorb auseinander. Und das macht ihr wirklich mal 10, 15 Mal tief ein und aus und bei der Ausatmung auseinanderziehen. Und da schafft ihr Bewegung im Zwerchfell. Und wenn das Zwerchfell wieder Bewegung und Raum hat, ist das gut für die Halswirbelsäule, weil der Nerv, ein Nerv, der das Zwerchfell innerviert, kommt aus der Halswirbelsäule. Bewegt sich das Zwerchfell gut, dann haben wir auch eine positive Rückkopplung an die Halswirbelsäule. Und die anderen Nerven, die aus der Halswirbelsäule rauskommen, die innervieren Muskulatur von Schulter und Arm. Versteht ihr den Kreislauf? Ein gutes Zwerchfell, also atmet bewusst tief ein und aus, zieht den Brustkorb auseinander. Wir können auch mal eine Achtertour machen. Mach mal mit. Brustkorb richtig reindrücken und so eine Achtertour machen, ja? Eine Mobilisation der Brustwirbelsäule, aber auch des Zwerchfells. Plus auseinanderziehen, diese Übung. Dann habt ihr das Zwerchfell mehr Bewegung, positiv für die Halswirbelsäule und letztendlich auch positiv für den Arm. Zieht das mal in der dritten Woche durch. Ich wünsche euch viel, viel Spaß und ihr werdet bestimmt schon eine weitere Linderung verspüren. Euer Thomas.